Schau, ich komme von mir. Wenn sie vorig sind, dann mit den Also wir haben zweimal Gymnastik in der Woche. Wir haben Singen. Wir haben so viele Angebote hier. Wir haben eine Männergruppe hier, wo wir jeden Mittwoch machen. Gell? Wir haben so viele Angebote, wo jeder hingehen kann. Und das ist wunderbar. Das ist nicht schön, das gibt es gar nicht wie hier in diesem Hause. Da ist so ein alter Reifer und hier oben mit Bändler und dann wird der so eingebaut. Und dann gucke ich zum Schluss bloß mit vieles als Stamm raus. Ah, jetzt schlecht. Sie sind auch ganz recht, ganz gut im Mundwerk. Ich? Ja. Okay. Ja. Also ich würde es mal sagen, so, ich freue mich dann, wenn es den Bewohnern hier gut geht und wenn man praktisch so die Rückmeldung bekommt, die Sachen, die wir hier machen oder das, was hier gemacht wird, was durchgeführt wird, ist auch wirklich gut, kommt gut an bei den Bewohnern und die geben dann wieder eine Rückmeldung, es gefällt ihnen und es macht ihnen hier Spaß und die sind gern hier, weil hier einfach so viel passiert. Mal wird kurz schön den Blutdruck messen, gell? Jawohl. Super. So, schön ruhig bleiben, gell? Ja, weil es eher so familiär hier ist unter Mitarbeiter und die Bewohner eigentlich stark im Fokus stehen. Also, dass wir individuell darauf eingehen und es gefällt mir halt, dass ich sowas mitbekomme. Ja, zum Beispiel bei uns ist es ja so, es gibt ja die Essenszeiten und die müssen halt nicht ganz fest eingehalten werden von den Bewohnern. Wenn ich jetzt länger schlafen möchte oder früher essen möchte, dann kann man das alles individuell abstimmen. Aber immer ich sicher, wie sie gehen in die Nähe. Ja. Und die kommen ja wirklich oft. Immer so, ja. Also zumindest die Bewohner, die noch sehr orientiert sind, die lächeln einen dann an, die freuen sich dann und sagen, ah, hallo Schwester Bettina, sind Sie auch wieder da? Sie müssen aber viel arbeiten. Ja, also von denen bekommt man unheimlich viel Danke. Schon allein, wenn es nur ein Lächeln ist, das ist wirklich also für mich was ganz Besonderes. Das ist für mich der größte Dank, muss ich am Ende sagen, weil mir ist es eigentlich wichtig, dass die Bewohner sich wohlfühlen, dass es denen gut geht. Und selbst wenn sie sich nicht mehr äußern können, ist es für mich aber schön, wenn sie dann einen zufriedenen Gesichtsausdruck haben, wenn sie sich vielleicht dann auch nicht mehr so ganz mitteilen können. Der Sommer und Frühling ist eigentlich ganz schön. Und dann kommen sie ganz kaputt wieder auf Station und erzählen, ich habe die Blume gesehen, wir waren da spazieren. Also das ist was ganz Schönes. Also ich kann sagen, wenn ich meine Schicht beendet habe, ich habe alles getan. Ich hatte auch die entsprechende Zeit. Ich habe die guten Kollegen, die mir dabei helfen, meine Arbeit zu bewerkstelligen. Und also ich gehe wirklich zufrieden hier raus und habe ein gutes Gefühl dabei. Ein schöner Land in dieser Zeit, als wir das unser